Das nächste Webinar zu SigmaPlot wird von Sebastian Wasenberg gehalten. Er ist Statistikexperte von InPixen. Und ja, hiermit übergebe ich an dich und wünsche dir viel Glück und Erfolg bei der Präsentation. Ja, besten Dank. Ich teile mal eben meinen Bildschirm. So, jetzt sollten Sie auch die Folien sehen. Und ja, starten wir direkt. Es geht um Datenvisualisierung und Statistik mit SigmaPlot, wie ja eben schon gesagt wurde. Und mein Name ist Sebastian Wassenberg. So, jetzt geht's auch weiter. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Wer bin ich? Ich habe Psychologie studiert und aus dem Studium ist dann entstanden, dass ich Statistik machen werde. Und seit 2012, also seit über 10 Jahren jetzt, bin ich halt als Datenanalyst tätig und werte typischerweise die Kunden, die ich betreue, sind meistens aus dem medizinischen Bereich, also meistens medizinische Datensätze, biologische Datensätze, irgendwie Laborstudien oder auch psychologische Daten natürlich auch. Und ich sage Ihnen das, weil ich Ihnen SigmaPlot jetzt aus einer Anwendungsperspektive eben vorstellen möchte, denn ich bin kein Softwareentwickler, der das Programm irgendwie erstellt oder programmiert und weiterentwickelt. Da bin ich tatsächlich nicht involviert, sondern ich bin halt auch nur ein ganz normaler, dummer, Anführungszeichen, Anwender, der halt manchmal auch über Dinge stolpert und über manche Dinge, die man vielleicht stolpern kann oder die man vielleicht nicht direkt findet oder welche, die auch ich persönlich aus meinem Arbeitsalltag sehr vorteilhaft finde bei SigmaPlot. Über die Dinge möchte ich heute mal etwas sprechen. Was ist überhaupt SigmaPlot? SigmaPlot hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Es waren früher mal zwei Softwareprogramme, die es gab. SigmaPlot für Datenvisualisierung, also um Grafiken zu erstellen. Und es gab noch ein zweites Programm, das hieß SigmaStat. Das war dazu gedacht, statistische Datenauswertungen zu machen. Und diese beiden wurden zusammengefügt, beziehungsweise SigmaStat wurde in SigmaPlot eingefügt, sodass man heute mit SigmaPlot tatsächlich beides machen kann. Die aktuellste Version ist diese 14.5, deswegen taucht auch diese Zahl hier immer wieder auf den Folien. Und mit diesem Programm können Sie halt eine ganze Menge machen. Sie brauchen keine zwei Programme mehr. Als Sie dachten, okay, ich habe erstmal ein Programm gehabt, mit dem ich meine Datenauswertung mache. Ich habe ein anderes Programm gehabt, um Grafiken zu erstellen. Vielleicht haben Sie sogar noch ein drittes Programm gehabt, mit dem Sie die Daten überhaupt erstmal eingeben. Das brauchen Sie theoretisch jetzt nicht mehr. Das können Sie auch einen Großteil davon direkt alles in einem einzigen Programm mit SigmaPlot erledigen. Und das Schöne ist natürlich, wahrscheinlich denken Sie auch an andere Programme, in denen Sie Grafiken erstellen können. Großer Vorteil an SigmaPlot ist, dass Sie publikationsreife Grafiken erstellen können. Wie eben bei dem Beitrag über Citavi war ja auch am Ende, das ist publikationsreif, was Sie damit generieren können. Und das ist tatsächlich bei SigmaPlot auch der Fall. Denn einfach Grafiken irgendwie irgendwas zu zeichnen, können Sie auch Microsoft Paint benutzen, meinetwegen, wenn Sie sich auch noch an diese Zeit erinnern. Wird aber von sicherlich keinem Verlag so in der Art angenommen werden. Zumindest nicht in so einem besonderen Format. So, das sind dann Vorteile von SigmaPlot. Mir persönlich gefällt an dem Programm, dass Sie geführte Dialoge haben. Vielleicht haben Sie im Eingangsbild gesehen, da waren so viele Fenster offen bei SigmaPlot. Das kann natürlich sehr schnell überfordern, dass man nicht mehr weiß, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Großer Vorteil des Programms ist, dass da tatsächlich sehr viel Wert aufs Detail, beziehungsweise nicht nur aufs technische Detail, sondern auch auf das Erklärungsdetail gelegt wurde. Denn Sie haben sehr viele geführte Dialoge, dass Sie nach und nach Dinge gefragt werden. Was haben Sie überhaupt für Daten? Was möchten Sie denn gerne zeigen? Was soll das Ziel Ihrer Auswertung zum Beispiel sein? Da werden Sie bestimmte Schritt für Schritt bestimmte Fragen, werden Ihnen bestimmte Fragen gestellt. Und je nachdem, was Sie auswählen, werden Sie halt gezielt zum entsprechenden Test oder auch eben zur entsprechenden Grafik, die dafür am angemessensten ist, geleitet. Nicht so, dass Sie das so denken sollten, ah, das führt mich immer genau zu einer Grafik. Diese eine Grafik ist immer die richtige für jede Fragestellung auf der Welt. Nein. Deswegen ist immer bei mir das Begriff angemessen immer drin in den Folien, weil es auch mal ein anderer Test und mal eine andere Grafik sein kann. Je nachdem, was Sie halt da gerade für eine Fragestellung haben.
Was ich damit meine, werden wir auch gleich in einem Beispiel sehen. Diese geführten Dialoge sind halt super, gerade dann, wenn man noch nicht so viel weiß, zum Beispiel über Statistik. Statistik ist halt an sich ein Riesenfeld, was auch nicht wirklich so leicht zugänglich ist, sodass es halt durch diese Dialogfelder etwas einfacher wird, dann zu wissen, wo muss ich denn überhaupt hin, welche Grafik, welcher Test ist für mich relevant. Aber natürlich profitieren nicht nur sozusagen Laien davon, sondern auch Experten natürlich auch, weil natürlich auch Grafiken und statistische Tests immer mehr werden. Die werden nicht weniger mit der Zeit, sondern da gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Und auch bei Grafiken gibt es eine Entwicklung, dass man mal ab von modischen Trends, wie es die halt bei der Kleidung gibt, so gibt es die auch bei Grafiken mitunter. Gibt es aber auch da Weiterentwicklung an Grafiken, welche vielleicht nützlicher sind und welche vielleicht ein bisschen weniger. Ein weiterer Punkt, den ich sehr schön fand, ist, dass man eine flexible Dateneingabe hat. Was das meint, werden wir auch gleich in einem Beispiel sehen, sowohl zur Grafikerstellung als zur Datenauswertung. Und das ist hier der größte und auch wichtigste Punkt an Sigmaplot. Sie können nämlich alles, was Sie so sehen in so einer Grafik, anklicken. Klicken Sie aber wild irgendwo hin und es wird anpassbar sein. Sie können wirklich alles an so einer Grafik anpassen, wirklich jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Linie ist in irgendeiner Art und Weise bearbeitbar. Sie können die Farben anpassen, die Form und so weiter und so fort. Oder dass Sie die Linie gar nicht haben wollen, dass Sie die dann auch wegnehmen können. Das ist alles möglich und das werden Sie so in anderen Programmen in der Art und Weise nicht finden, dass Sie das mit einem Mausklick sofort alles bearbeiten können. Und das ist tatsächlich super. Wir werden auch ein paar Optionen sehen in Sigmaplot, die ich persönlich in anderen Programmen ständig vermisst habe. Deswegen ist das hier mal aufgelistet. Muss nicht unbedingt natürlich sein, dass Sie jetzt dieses konkrete Problem hatten, aber da auch ich ja Kundenarbeit mache und das schon seit 10 Jahren, kommen halt immer mal wieder Fragen auf, hey, können wir nicht das auch in der Grafik darstellen? Und dann muss man manchmal sagen, nee, mit dem Programm, was Sie jetzt hier verwenden wollen, geht das einfach nicht. Und das muss man etwas weniger sagen, wenn man Sigmaplot verwendet. Was zum Beispiel so ein gängiger Punkt ist, was schwierig ist, tatsächlich in anderen Programmen hinzubekommen, sind gebrochene Achsen. Also, dass Sie zum Beispiel bei der Y-Achse einfach mal einen Wertebereich auslassen, das nennt sich halt dann gebrochene Achse. Das geht mit Sigmaplot super einfach umzusetzen. In anderen Programmen ist das tatsächlich ziemlich, ziemlich schwierig hinzukriegen, manchmal auch gar nicht, dass es diese Option gar nicht gibt. Dann gibt es eine bestimmte Art von Grafiken, die sehr beliebt sind, um zum Beispiel Gruppenvergleiche darzustellen und auch die Verteilung von Daten darzustellen. Das sind sogenannte Boxplots, werden wir auch gleich noch sehen. Und in diesen Boxplots werden typischerweise Median und Quartile dargestellt. Der Median ist aber manchmal nicht unbedingt so ein, oder so ein super tolles Maß oder das Maß, was man gerne hätte in so einer Grafik. Sondern vielleicht hätte man gerne den Mittelwert. Der Mittelwert ist was anderes als der Median. Und das kann man auch in Sigmaplot super einfach lösen. Da gibt es tatsächlich eine Schaltfläche dafür, wo man einfach sagen kann, ja komm, zeig mir doch bitte auch den Mittelwert in meinem Boxplot an. Das ist etwas, was Sie so halt auch wieder in anderen Grafikprogrammen oder Statistikprogrammen, mit deren Hilfe Sie auch Grafiken erzeugen können, so einfach nicht hinbekommen. Das kommen Sie bisher auch zu dem Mittelwert in einem Boxplot. Ja, das kriegen Sie hin. Aber nicht einfach, ich klicke da ein Fältchen an und zack, schon ist erledigt. Außerdem haben wir in Sigmaplot die Möglichkeit, direkt natürlich auch mehrere Grafiken zu erstellen, ganz klar. Aber was wir auch hier schon haben, ist, dass man mehrere Grafiken auf einer Seite erzeugen kann. Was Sie vielleicht aus Papern kennen, dass dann auf einer Seite halt nicht eine einzige Grafik ist, sondern so 4 irgendwie in einem Quadrat angeordnet. Dass das eine dann, keine Ahnung, Figure 1a ist, das andere Figure 1b und c und d. Genau sowas können Sie auch mit Sigmaplot erzeugen. Das ist sehr praktisch, das habe ich bisher in anderen Programmen noch gar nicht gesehen, dass das da möglich wäre. Und ich bin ja Datenanalyst, deswegen ist für mich immer der statistische Teil auch der manchmal interessantere. Deswegen hier ein Punkt zur Statistik, dass Sie nämlich auch Datenauswertung auf Basis deskriptiver Statistiken machen können. In der Regel können Sie Datenauswertung immer nur vornehmen, wenn Sie die Rohdaten haben. Also für jeden einzelnen Fall hat man irgendwelche Messungen.
Und das braucht man in Sigmaplot nicht unbedingt. Da reichen deskriptive Statistiken aus. Heißt zum Beispiel, dass Sie nur die Fallzahl brauchen, den Mittelwert und die Standardabweichung. Und schon können Sie auch ausrechnen, wenn Sie diese Angaben für meinetwegen 2, 3, 4, 5 Gruppen haben, können Sie damit zum Beispiel eine Varianzanalyse rechnen, um dann zu gucken, ah, gibt es einen Unterschied zwischen den Gruppen und wo ist denn der? Da brauchen Sie tatsächlich die Rohdaten nicht. Das heißt, Sie können damit nämlich auch Auswertungen vornehmen, die Sie vielleicht in irgendwelchen Artikeln, die Sie lesen, vermissen. Denn wenn Sie da die deskriptiven Statistiken gegeben haben, das sollte idealerweise der Fall sein, können Sie die einfach verwenden, in Sigmaplot eingeben und zack, schon können Sie dann die ganzen Daten halt für sich selber nochmal auswerten und halt diese Ergebnisse bekommen, die vielleicht in dem Paper gar nicht berichtet werden. So. Gucken wir uns jetzt mal das Programm direkt an. Und wir wollen mal mit einem Beispiel starten. Einfaches Beispiel. Wir wollen zwei Gruppen miteinander vergleichen. Und zwar zwei Behandlungsmethoden für eine Virusinfektion. Können Sie sich ja ausmalen, welche das vielleicht ist. Ist ein fiktives Beispiel. Wir wollen uns aber mal denken, wir hätten da zwei Gruppen. Und wollen mal gucken, gibt es da einen Unterschied zwischen diesen Gruppen. Und ich möchte dafür auch Grafiken erstellen. Einmal ein Balkendiagramm mit Fehlerbalken, einmal ein Boxplot. Und wir wollen auch mal an diesem Beispiel die Frage klären, welcher Test, welche Grafik ist denn jetzt hier angemessener? Sie können oft für einen und denselben Datensatz mehrere Grafiken verwenden. Werden Sie nicht unbedingt alle zeigen. In der Regel konzentriert man sich dann auf eine. Aber dann ist ja nur die Frage, ja, welche ist denn jetzt hier angemessen? So, das wollen wir uns einfach mal in diesem Beispiel angucken. So, ich wechsle also mal hier zum Windows rüber und öffne erstmal Sigmaplot. So, Sigmaplot 14.5. Und ich hatte ja eben schon gesagt, dass die flexible Datenangabe ein Vorteil ist. Die kann natürlich auch ein Nachteil sein, in der Hinsicht, dass Sie vielleicht am Anfang gar nicht wissen, ja, wie gebe ich denn da Daten ein in dieses Programm? Programme haben halt bestimmte Erwartungen und diese Erwartungen sollte man erfüllen. Ansonsten kann man gar nicht das erstellen, was man denn gerne erstellen möchte. Und wenn man jetzt nicht weiterkommt, dann öffnet natürlich Sigmaplot. Wenn Sie das Programm öffnen, erstmal hier so ein Willkommensdialog mit, was haben Sie schon mal getan? Ich habe natürlich ein paar Sachen vorbereitet und auch ausprobiert, deswegen gibt es hier so ein paar Dinge. Wenn Sie aber noch gar nichts haben und Sie jetzt nicht mit einem leeren Notebook, einem leeren Arbeitsblatt starten wollen, dann können Sie auch einfach in diese Rubrik wechseln, Create Graph. Und dann haben Sie tatsächlich auch schon alle Grafiken, die Sie mit Sigmaplot erstellen können. Können sich hier so durchklicken und vor allem das Schöne ist, und das meinte ich eben mit, dass sehr viel Detail auch auf die Erklärungen gelegt wurde, dass Sie hier halt sehen, ah, es gibt hier verschiedene Streudiagramme, dann wird das hier auch erklärt, da sehen Sie nicht nur ein Bildchen, sondern auch so ein bisschen Erklärung darunter. Es ist also ein Set von X- und Y-Paaren, die man hat und für jeden Paar gibt es dann halt ein Symbol. Und so sollte das Arbeitsblatt dann dazu aussehen, dass man eine Spalte hat mit den X-Werten und man hat eine Spalte mit den Y-Werten. Und wenn man zum Beispiel mehrere Datensätze haben will, dann hat man ein multiples Streudiagramm. Dann habe ich halt auch X1, X2, X3, X4 zum Beispiel. Oder, dass man halt sagt, okay, das würde jetzt hier voraussetzen zum Beispiel, dass alle Y-Werte komplett gleich sind für diese Werte. Haben sie vielleicht nicht. Vielleicht haben sie ja mehrere X- und Y-Paare, dann kann man halt auch hier das Datenformat wechseln und wie Sie sehen, links daneben wird direkt gezeigt, wie das Ganze in dem Arbeitsblatt aussehen sollte. Können Sie auch draufklicken und dann verändert sich auch diese größere Ansicht hier, sodass Sie halt hier auch immer direkt wissen, immer direkt Informationen bekommen, wie Sie denn die Daten für dieses Diagramm oder für diese Auswertung, je nachdem, eingeben sollten. Und das wird halt auch ein bisschen erklärt, damit es halt nicht nur einfach ist so, ah, wir erkennen hier irgendein Muster, sondern das Muster, was Sie da vielleicht auch schon direkt erkennen, wird auch hier nochmal mit Worten beschrieben. Und das ist das, was ich meinte, was nicht die geführten Dialoge sind, aber dass Sie erkennen werden bei Sigmaplot, dass sehr viel Dokumentation bereits im Programm enthalten ist. Also, dass Sie nicht erst irgendwelche Manuale lesen müssen, sondern dass das quasi direkt hier im Programm auch
bei den Schritten bei der Erstellung von Grafiken oder wir sind ja erstmal einem Punkt, da Daten reinzubekommen, erklärt werden. Und das ist etwas, was die halt sehr selten finden, weil gute Dokumentation, das ist immer schwierig, kostet immer Zeit. Deswegen wird das beim Programmieren meistens stiefmütterlich behandelt. War bei Sigmaplot glücklicherweise nicht der Fall. Da gibt es super Manuale zu. Und eben, Sie müssen gar nicht erst ins Manual gucken, sondern Sie haben diese Erklärung bereits hier in den Dialogfeldern. Und das ist tatsächlich ja sehr, sehr hilfreich, dass Sie das direkt starten können. Ich schließe das Ganze mal. Falls Sie übrigens sonst auch denken, so, wer hat irgendwas vom Manual erzählt? In der rechten oberen Ecke, hier geht vielleicht ein bisschen unter, gibt es dieses Fragezeichen. Und da finden Sie auch jede Menge Hilfestellungen, die jetzt nicht in diesen Dialogfeldern drin sind, sondern es gibt zum Beispiel so ein Tutorial, wo es halt kurz gezeigt wird, wie so die Schritte sind bei einer Grafikerstellung. Sie haben super viele Beispiele für Grafiken, die Sie mit Sigmaplot erstellen können, ist natürlich noch ein Auszug davon. Aber dann können Sie sich auch mal angucken, okay, wie sieht denn das Ganze aus? Statistikbeispiele und so weiter und so fort. Also, da wäre sonst ein weiterer Punkt, um Hilfe zu bekommen. Und ich habe natürlich schon was vorbereitet, wie in einer guten Kochsendung, und öffne jetzt direkt mal ein Notebook mit meinen fiktiven Daten zu diesen zwei Behandlungsmethoden. Die habe ich einfach mal Drug A und Drug B genannt, also Medikament A und Medikament B, rein fiktive Werte. Da gibt es, muss man sagen, bei Covid-19 auch jede Menge Literatur natürlich schon zu. Problem ist, ich weiß, vielleicht haben Sie von Ivermectin mal gehört, so ein Medikament, was eigentlich für Pferde gedacht ist, was mal so aufgekommen ist als Behandlungsmedikament für Covid-19-Infektionen. Da stellte sich leider heraus, diese Sachen, die publiziert wurden, die sind mittlerweile alle wieder zurückgezogen worden, weil diese Daten einfach alle gefälscht waren. Das ist etwas unglücklich. Deswegen hier vorab schon der Hinweis, das ist fiktiv. Wollen wir uns doch mal angucken, wie das hier Ganze grafisch aussieht. Jetzt haben wir hier CT-Werte. Ich glaube, mittlerweile kennen wir alle, was ein CT-Wert ist. Cycle Threshold, dafür steht diese Abkürzung. Heißt also, wie viele Zyklen durchlaufen werden müssen bei so einer PCR-Analyse, bis man halt Virus nachweisen kann. Und typischerweise ist es so, je höher der Wert ist, desto weniger Viruslast gibt es. Je kleiner der Wert ist, desto höher ist die Viruslast. Und wir wollen aber gucken, ob rein grafisch, ob wir hier rein optisch schon Unterschied sehen zwischen den Gruppen oder nicht. Wir wollen also einfach mal ein Balkendiagramm erzeugen. Ich markiere schon mal diese Spalten mit den Informationen, die ich jetzt darstellen möchte. Und klicke mal auf Create Graph. Und behandeln wir hier natürlich Icons, wo wir das direkt auswählen können, welches Diagramm wir dann haben wollen. Oder es gibt hier diesen Wizard. Das ist so ein Hilfsprogramm, wo man auch sagen kann, was hätte ich denn gerne? Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen netter dargestellt als nur mit den Icons. Dass wir zum Beispiel sagen können, ja, ich möchte gerne so ein vertikales Balkendiagramm, Klassiker, wie Sie ihn kennen. Dann gehe ich mal noch weiter. Und dann werden wir auch gefragt, wollen wir denn Fehlerbalken haben? Können auch sagen, nö, will ich nicht. Ich würde Ihnen raten, doch, Fehlerbalken, wenn Sie sowas wie Mittelwert darstellen wollen. Und wir wollen jetzt hier nämlich tatsächlich den mittleren CT-Wert uns angucken und auch grafisch darstellen lassen an so einem Balkendiagramm. Dann gehört zum Bericht von einem Mittelwert immer auch ein anderes Maß, ein sogenanntes Streuungsmaß hinzu, was typischerweise die Standardabweichung ist. Und die wird mithilfe eines Fehlerbalkens dargestellt. Also nehmen wir da Fehlerbalken, Error Bars im Englischen, direkt mit. Klicken wir auf Weiter. Und jetzt sehen Sie auch noch ein nettes Feature von Sigmaplot. Dass das Programm jetzt direkt erkennt, wir haben hier so mehrere Werten in so einer Spalte stehen. Ja gut, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, ich nehme den Mittelwert, das ist hier dann der Balken. Deswegen ist auch hier so Y mit einem Strich drüber, das ist halt die mathematische Darstellung davon. Und der Fehlerbalken, das ist jetzt die Standardabweichung. Das ist so ein Sigma hier, wie wir es hier sehen. Das ist typischerweise das Zeichen, was für eine Standardabweichung benutzt wird. Und das erkennt er halt direkt. Das berechnet er auch direkt dann aus den Daten für uns, on the fly sozusagen, müssen wir nicht eingeben.
Wir hätten aber auch sagen können, wir hätten es auch ganz anders machen können. Sehen, hier gibt es auch zig andere Auswahlmöglichkeiten, dass man zum Beispiel diesen Fehlerbalken, den Wert, der darin abgebildet werden soll, auch schon direkt als Spalte im Worksheet, hier im Arbeitsblatt, angeben kann. Und dann kann man sagen, ja, nimm doch den Wert, den ich da in diese Spalte geschrieben habe. Möchte ich aber jetzt nicht, weil ich habe den ja noch gar nicht, möchte das direkt aus meinen Rohdaten berechnen lassen. Und falls Sie dann mal sagen, Standardabweichung, nee, das benutzen wir gar nicht. Oft in biologischen Papern, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Zellkulturen geht oder irgendwelche anderen Studien, dann werden unter manchmal nicht die Standardabweichung, sondern der Standardfehler benutzt, Standard Error. Ja, dann könnte man auch sagen, ja, dann nehmen wir halt den. Können sich halt auch ganz einfach wechseln. Und weil Sie vielleicht sagen, boah, ich möchte gar nicht den einfachen Standardfehler haben, ich hätte gerne den doppelten. Oder vielleicht wollen Sie weder Standardfehler noch Standardabweichung haben, sondern Sie wollen das Konfidenzintervall da drin darstellen in den Fehlerbalken. Gut, dann haben Sie auch hier die Option, das zu machen. Also das ist schon sehr, sehr viel Voreinstellung sozusagen da. Und schön auch an dem Programm ist, dass es Ihnen sozusagen die aus meiner Sicht sinnvollsten Voreinstellungen liefert, wie das zum Mittelwert immer die einfache Standardabweichung gehört. Manch andere Programme, Namen habe ich aus Versehen schon mal gesagt, geben Ihnen dann direkt die doppelte Standardabweichung als Voreinstellung an, was nicht völliger Quatsch ist, weil es gibt kein Mensch die doppelte Standardabweichung in einem Fehlerbalken an. Das wird typischerweise nie getan. Aber gut, manche Programme haben das ominöserweise als Voreinstellung. Sigmaplot nicht. Das gibt Ihnen schon direkt die richtige. So, gehen wir nochmal weiter. Dann werden wir jetzt noch gefragt, okay, was haben wir denn für Daten? Ist das irgendwie X und Y? Wir haben tatsächlich Y, weil wir haben halt so, dass jeder Balken halt eine Gruppe darstellt. Ich klicke einfach mal auf Weiter und auf Fertigstellen. Jetzt könnten wir hier doch noch sagen, wenn wir mehrere Spalten hätten, okay, welche Spalte ist denn was? Ich habe ja nur zwei Spalten jetzt hier drin, also lasse ich das mal. Die sind auch jetzt hier schon voreingestellt, weil ich diese Spalten vorher markiert hatte. Muss ich nicht machen, hätte ich auch gar nicht machen brauchen. Dann hätte ich hier halt jetzt aktiv auswählen müssen. Können Sie so oder so anhaben. Klicken wir da mal auf Fertigstellen und gucken mal, was rauskommt. So, Grafiken öffnen sich immer auf einer neuen Seite, dieser Graph Page hier genannt. Und ich habe es mal ein bisschen größer gemacht. Und ich kann das Ganze auch nebeneinander darstellen, falls Sie jetzt hier nicht so hin und her wechseln wollen. Dann kann man auch einen Rechtsklick auf diese Reiter machen und sagen, ja, ich hätte gerne vertikale Anordnung dieser Tabs. Und dann sind die beiden jetzt nebeneinander, sodass Sie halt auch direkt sehen können, okay, hier sind meine Daten und so sieht das Ganze aus, was ich aus den Daten jetzt generiert habe. So, das ist also unsere erste Grafik. Und ja, ich persönlich finde die noch nicht so schön. Klar könnten Sie jetzt sagen, ah, finde ich schon ganz toll, gefällt mir. Wenn Sie eine Person sind wie ich, die vielleicht so noch mitunter stärkere Meinungen hat zu, wie was auszusehen haben sollte, dann sind Sie damit vielleicht noch nicht zufrieden. Und ich möchte Ihnen nur so ein paar Kniffe zeigen, wie man das jetzt hier so ein bisschen optimieren kann, aus meiner Sicht zumindest. Und ja, was kann man machen? Also ich bin zum Beispiel kein Freund dieser Rahmenlinien. Das finde ich immer total doof. Bringt mir nichts. Deswegen sage ich schon mal, die obere Linie hier, die soll weg. Rechtsklick und dann sage ich, versteck mir die. Die möchte ich nicht haben. Die auf der rechten Seite, die will ich auch nicht haben. Und ich möchte auch so gar nicht hier diese Y-Achse. Finde ich auch blöd. Da sage ich jetzt aber nicht verstecken, weil wenn ich die jetzt verstecke, dann ist sie halt komplett weg. Aber diese Zahlen möchte ich hier schon noch gerne haben. Deswegen nutze ich was anderes. Wir sehen vielleicht, wenn ich hier über solche Elemente drüber gehe, ich mache das nochmal, klicke nochmal woanders hin und gehe dann mal hier drauf, dann sehen Sie direkt so eine Mini-Toolbar, wo Sie auch schon direkt diese Optionen haben, was Sie so jetzt hier verändern können. Zum Beispiel die Farbe, die Art der Achse, ist das jetzt eine lineare Achse, eine logarithmische Einteilung, ist das Datum, was da irgendwie abgetragen werden soll oder irgendwas anderes. Die Strichdicke und so weiter,
Das könnten Sie da zum Beispiel schon anpassen. Und ich möchte zum Beispiel sagen, dass Sie hier die Linie gar nicht da ist. Und das kann ich auch machen, indem ich dem Programm sage, ja, die soll halt nicht schwarz sein, momentan ist sie schwarz, sondern die soll gar keine Farbe bekommen und dann ist sie auch weg. Ja, finde ich gut. Dasselbe kann ich tatsächlich auch mit diesen Ticks hier machen, mit diesen Begrenzungszeichen, die finde ich auch doof. Daher möchte ich auch nicht haben. So, dann. Und dann denken Sie jetzt vielleicht, was hat der denn jetzt gemacht? Jetzt sieht man ja gar nicht mehr so, ist das jetzt hier 60, ist das 40, wo sind wir denn da? Gut, das kann ich lösen, indem ich jetzt hier Gitternetzlinien einfüge. Die sehen wir jetzt noch nicht. Und da ist jetzt ein Punkt, wo ich Ihnen zeigen kann, dass es noch einen anderen Weg gibt, sämtliche Einstellungen hier in diesem Diagramm zu verändern. Denn wenn man hier wieder einen Rechtsklick so darauf macht, gibt es auch ein neues Menü, wo wir jetzt hier den Punkt haben, Graph Properties, also Grafikeigenschaften. Oder das Menü haben Sie auch in dieser Banddarstellung hier, wenn man auf Home geht, dann gibt es hier auch diesen Punkt Graph Properties. Da kann man genau auf sich dieses Feld hier auch anzeigen lassen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe hier zum Beispiel unter Graphs habe ich Grids. Dass ich da dann sagen kann, ja, ich hätte gerne für die Y-Achse, hätte ich gerade für die Hauptteilstriche, das sind diese Major-Ticks, hätte ich gerne Linien. Und momentan gibt es da noch keine, steht halt auf None. Dann sage ich doch, ja, ich hätte hier gerne durchgezogene Linien. Ah, sehr schön. Soll auch grau sein, ja, finde ich gut, lasse ich mal so. Ja, und schon habe ich da diese Linien. Was wir auch sagen können, dass zum Beispiel mit der Legende passieren soll. Die wird ja jetzt hier unten angezeigt und die bringt mir in dem Moment jetzt hier gar nichts. Also kann ich auch sagen direkt, nö, ich möchte gar keine Legende haben. Und Sie sehen hier aber auch, dass Sie zig Einstellungsmöglichkeiten haben. Sie können sagen, okay, die sollen, ich zeige es nochmal an, die sollen einen Rahmen haben oder die sollen keinen Rahmen haben, die sollen eine bestimmte Schrift haben. Oder dass Sie sagen, nee, diese Beschriftung soll direkt an dem Balken stehen, das wäre dieses Direct Labeling. Oder soll eine bestimmte Kategorie verwendet werden und so weiter und so fort. Sie können das hier alles einstellen, wo der Text ist, links, rechts und so weiter und so fort. Da haben Sie schon sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich möchte aber gar keine haben. Deswegen nehme ich sie aber mal weg. Was ich auch noch ändern möchte, ist die Skalierung. Momentan ist ja die Y-Achse von 0 bis 140 skaliert, brauche ich gar nicht. Der Federbalken geht ja gar nicht bis 140, der geht so bis, keine Ahnung, können wir ja drüber gehen, 61 oder rund 62, brauche ich ja gar nicht. Dann sage ich doch einfach mal, meine Y-Achse, Achse ist Y, soll nicht von 0 bis 40, 140 gehen, sondern nur von 0 bis 70. So. Dann sieht das Ganze schon so aus. Und vielleicht sagen sie dann auch, na, diese Major Ticks, da hätte ich gerne ein anderes Intervall, weil momentan haben wir ja 20, 40, 60. Dann kann man gehen auf Major Ticks und diese Intervalle werden in der Regel automatisch, sehen wie so ein Zauberstab. Magic ist da, die passiert. Das wird automatisch festgelegt. Sie können aber auch sagen, nö, möchte ich selber sagen. Oder, was Sie auch hier wieder sehen, wir könnten sogar irgendwelche Spalten aus unserem Worksheet auswählen. Das heißt, Sie können tatsächlich diese Ticks, die Sie ja festlegen oder anzeigen lassen wollen, auch einfach in so eine Spalte in Ihrem Worksheet schreiben, dass Sie sagen, der erste Wert soll 10 sein, der nächste 12, der andere 43. Das könnten Sie einfach hier so angeben. Ja, dann werden auch nur 10, 12 und 43 als Ticks tatsächlich angezeigt. Also das können Sie extrem individualisieren. Wenn wir hier jetzt manuell eingeben, dann wird typischerweise ein bestimmtes Intervall gewählt, dass ich sagen kann, mach mir so einen Strich alle 10 Einheiten. Boah, das finde ich jetzt ganz nett. Lassen wir doch mal so. Hier hätte ich übrigens auch sagen können, dass ich gar keine Ticks haben möchte, weil hier wird nämlich gesagt, gibt es überhaupt welche. Ich habe denen gesagt, dass die jetzt einen transparenten Hintergrund haben sollen, also dass sie einfach gar keine Farbe haben sollen. Ich hätte aber auch sagen können, no, die sollen gar nicht erst da sein. Dann sehen Sie so, was passiert, dann rutschen halt sowas vorher, dann rutschen die Zahlen so ein bisschen näher an diese Linie ran. So, das lasse ich mal so.
Und was wir auch sagen können, ist, was hier mit den Balken zum Beispiel passieren soll. Ich hatte ja schon erwähnt, ich bin kein Freund von Rahmenlinien, von solchen Grenzen. Finde ich Blödsinn. Finde ich auch doof für diese Balken. Warum ist denn da noch ein schwarzer Rahmen drum? Die haben doch schon eine Farbe, dann brauchen sie auch keinen Rahmen mehr. Dann nehme ich da einfach die Rahmenfarbe auch weg, gehe hier bei Plot auf Fills, also Füllungen, und sage, die Füllfarbe soll natürlich bleiben, aber die Rahmenfarbe will ich nicht haben, möchte da gar keine Farbe haben, also gehe ich wieder auf None. Jetzt denken Sie vielleicht, oh verdammt, jetzt sind meine Fehlerbalken ja weg. Ja, keine Sorge. Es gibt einen einzelnen Punkt hier unten, Error Bars, Fehlerbalken. Wenn ich darauf gehe, kann ich auch für jeden, für die Fehlerbalken eine einzelne Farbe definieren. Die haben jetzt die Farbe halt von den ganzen Linien bekommen, weil auch die Fehlerbalken halt Linien sind. Aber hier kann ich ohne Probleme sagen, na, die sollen schwarz sein und tada, schon sind sie wieder da. Ja, was Sie auch sagen können, zum Beispiel bei Fehlerbalken, das ist ganz nett. Und Sie sagen können, ja, der soll nur in eine Richtung gehen, hier Y from Zero, also weg von der Null. Oder dass Sie sagen können, ja, in beide Richtungen, das ist meistens eine Einstellung in einem anderen Programm, sorgt halt dafür, dass das manchmal ein bisschen, salopp gesagt, doof aussieht, wenn das hier nach unten geht und das kann ja gar nicht tiefer gehen, sodass man halt auch mitunter sagen kann, nee, ich zeige den nur in eine Richtung, denn dann kann man sich ja vielleicht selber denken, ah, na gut, das kann auch hier nach unten gehen. Oder Sie sagen, nö, das will ich auch genauso zeigen, ja, dann können Sie vielleicht hier einstellen. Ich bleibe mal bei dieser Standardeinstellung dieser hier. Und was ich noch verändern möchte, ist, also bringen wir noch mal einen kurzen Ausflug hierzu, zu diesen Einstellungen bei den Fehlerbalken. Ich hätte ja gesagt, das sind die ganzen Einstellungen, die wir schon mal gesehen haben. Und Sie können aber halt auch sagen, okay, das kommt irgendwie aus den Spalten, das, was Sie da haben wollen. Das können Sie alles tatsächlich hier auch nochmal einstellen. Und was ich jetzt noch einmal verändern möchte, ist nochmal die Füllung von den Balken. Reicht völlig aus, dass die jetzt hier grau sind, weil wir haben ja zwei Balken, ja, und die zwei Balken sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Aber vielleicht wollen Sie es auch ein bisschen farbiger haben. Haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier schon fertige Farben eingestellt. Dass Sie vielleicht sagen, ich möchte es nicht grauer haben, ich hätte gerne so ein dunkles Gelb. Oder dass Sie sagen, na, ich hätte gerne irgendwas Eigenes. Haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Farben zu benutzen oder halt ganz eigene Farben zu definieren, was auch immer Sie haben wollen. Wenn Sie einem bestimmten Corporate Design zum Beispiel folgen wollen, der Institution, für die Sie tätig sind oder so etwas und da ganz eigene Vorstellungen haben von Farben, dann sind Sie sich frei, das hier einzustellen. Sie haben alle Möglichkeiten, das zu tun. Oder, oh, jetzt habe ich denen gerade gar keine Farbe mehr gegeben. Ich möchte aber so ein Color Scheme hier benutzen. Und da gibt es auch so ein paar Color Schemes sind dazu gedacht, dass sie halt mit steigenden Zahlen, Werten, die sie da darstellen, das ist ja hier 1, das ist 2, dass sich dann eben auch die Farbe wechselt. Und dann haben wir hier so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, Forest oder so. Ich nehme mal, wo war es denn? Party. Ah, Party klingt cool. Bisschen Stimmung. Okay. Und dann hätten wir. Ups, was ist passiert eigentlich? Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, man muss auch aufs richtige Feld klicken. So, ich möchte natürlich hier oben die Farbe einstellen. Ich möchte keinen Farbverlauf haben. Das wurde gerade erzeugt, weil ich das bei Endcolor angegeben habe. Wir sehen also, Farbverläufe sind möglich, wenn Sie es noch ein bisschen besonders haben möchten, ihr Diagramm. Ich möchte es an dieser Stelle bei den Einstellungen belassen und habe jetzt hier mein nettes Diagramm. Mach mal diese Einstellung zu. Ich kann natürlich auch meine Achsentitel hier bearbeiten und wenn Sie sehen, wenn ich hier drüber gehe, da kann ich nicht nur Farben beeinflussen, sondern auch natürlich die Schriftart, die Schriftgröße, diese Formatierung hier. Kann auch sagen, ob das irgendwie in welchem Winkel das gedreht sein soll. Das ist hier dieses 90D, das heißt nicht 90 Tage oder sowas, sondern das ist halt Degree, dafür steht das D, also 90 Grad gedreht. Können Sie beliebig anpassen. Und wenn Sie den Text natürlich anpassen wollen, Y-Data ist vielleicht jetzt nicht gerade so inhaltlich sinnvoll, dann klicken Sie ja doppelt drauf. Und dann kann ich auch hier zum Beispiel sagen, das war ja der CT-Wert. So, also.
So, und hier unten zum Beispiel, das würde ich gar nicht haben, lasse ich mal so. Gut, wie kriegen wir jetzt so eine Grafik aus Sigmaplot raus? Dazu kann man auch auf den Home-Button hier oben gehen. Dann landet man in diesem Menü und dann gibt es ja hier dieses Icon mit dem Graph, mit dem Pfeil nach draußen und da sehen wir schon Export Graph. Ja, da wollen wir hin. Dann gehe ich doch mal auf Export und ja, da landen wir in dem Ordner, wo ich hier meine ganzen vorbereiteten Sachen habe. Exportieren wir das Ganze doch mal. Und als was wollen wir es denn exportieren? Wir haben hier schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Ich denke mal, JPEG und GIF und sowas, das wird Ihnen sicherlich bekannt sein. Das sind Standard-Bildformate. PNG würden Sie auch oft im Internet finden. Oder was Sie häufiger mittlerweile im Internet finden, weil es mittlerweile alle Browser eigentlich unterstützen, sind SVGs, Vektorgrafiken. Und was Sie sicherlich auch kennen, sind natürlich PDFs. Da können Sie die auch exportieren, diese Bilder. Ich würde Ihnen immer empfehlen, wenn Sie Sachen exportieren, natürlich kommt es auch immer darauf an, wenn Sie irgendwo bei dem Journal etwas einreichen wollen, dann haben die Journals unter Vorgaben, welches Dateiformat die denn gerne haben möchten oder dass sie Ihnen auch sagen, welche Dateiformate es gerade nicht sein sollen. Je nachdem, wenn da bestimmte Vorgaben existieren, müssen Sie sich natürlich nach denen richten. Falls da keine so strengen Vorgaben sind, würde ich Ihnen erstmal empfehlen, so eine Grafik als vektorbasierte Datei zu exportieren. Und beim PDF zum Beispiel gibt es da nämlich zwei Unterschiede. Es gibt PDF-Vektor und es gibt PDF-Raster. Und ich mache einfach mal beides. Ich exportiere das erstmal als Vektor-Grafik oder vektorbasierte PDF-Datei. Ja, man müsste es mal richtig schreiben können. So, dann werden Sie auch gefragt, okay, welche Größe soll es denn haben? Ich bleibe mal hier beim A4-Seitenformat. Und ganz wichtig natürlich immer, wenn Sie irgendwas exportieren, wenn es um Bilder geht, ganz wichtige Angabe ist immer die DPI. Das ist die Pixeldichte sozusagen. Hat auch einen Einfluss darauf, wie scharf dann später die Grafik ist. Und das ist das, was zum Beispiel durch die Entwicklung von Retina-Displays, so heißt es ja von der Firma mit dem Obst im Logo, halt auch in den letzten Jahren halt aufgekommen ist, dass man die DPI-Zahl meistens verdoppeln muss, damit es auch immer noch scharf aussieht, ansonsten verpixelt alles sehr schnell. Und das können Sie halt hier auch beliebig einstellen. 300, 600, 1200, also war das schon ziemlich hoch. Ich bleibe mal bei 300. Auch da geht es mitunter Vorgaben von Journals. Und vielleicht haben Sie immer gefragt, so, hä, DPI, was soll das denn sein? Keine Ahnung, wo stelle ich das überhaupt ein? Ja, hier bei Sigmaplot haben Sie direkt ein Feld dafür, da werden Sie gefragt, was soll denn DPI sein? Können Sie halt hier eine Einstellung auswählen oder halt tatsächlich auch selber eine Zahl eingeben. Wir bleiben mal bei 300. Ich klicke mal auf OK. Und dann gucken wir doch mal das Bildchen an. Ich öffne mal die Datei. So. Ich zeige sie auch gleich, ziehe das gleich auf den Bildschirm. So, jetzt haben wir sie auch. So, hier unsere nette, wunderbare Balkengrafik. Klar, Balkengrafik ist jetzt nicht so wahnsinnig informativ, weil da nur zwei Balken drin sind. Aber ich wollte es Ihnen mal zeigen, um das hier einfach darzustellen. Und das Schöne ist an der Vektorgrafik, Sie können die beliebig vergrößern, an dem Schrift sieht man es am besten. Und es bleibt halt einfach immer scharf. Völlig egal, wie groß oder auch wie klein Sie das Ganze machen. Klar, können Sie es irgendwann nicht mehr erkennen, aber es bleibt trotzdem scharf. Das ist der Riesenvorteil an vektorbasierten Grafiken, dass man sie beliebig groß und klein ziehen kann, ohne irgendwelche Verluste zu haben hinsichtlich der Bildschärfe. Das sieht anders aus. Deswegen zeige ich Ihnen nochmal auf dem anderen Weg. Wenn wir das Ganze zum Beispiel als rasterbasierte PDF-Datei exportieren lassen, mach das mal eben auf die Schnelle als Raster, ja, mit den gleichen Einstellungen wie eben auch. Und dann öffne ich auch diese Datei. Jetzt sind die beiden in einem Fenster. Ich versuche das mal nebeneinander darzustellen. So, da haben wir hier die eine und da die andere. Und ich hatte ja eben gezeigt, ich kann es hier beliebig groß machen. Da bleibt alles scharf. Wenn ich das hier bei der Datei tue, sehen Sie, das ist nicht mehr scharf.
Machen wir noch ein bisschen größer, damit Sie es noch deutlicher sehen. Wir sehen hier so eine Ausfransung, also so eine Verpixelung, die da passiert. Die haben wir hier bei einer vektorbasierten Grafik nicht. Das ist so ein Riesenunterschied und deswegen würde ich Ihnen immer empfehlen, wenn Sie nicht andere Vorgaben haben, machen Sie eine vektorbasierte Grafik draus. Der Vorteil, wenn Sie eine pixelbasierte Grafik haben müssen, und das ist halt das auch der Fall, der hier passiert, wenn man das Ganze rastert, wenn Sie zum Beispiel ein PNG erzeugen müssen, dann ist das Schlüssel dahingehend, dass Sie eine hohe DPI-Zahl wählen, denn mit einer hohen DPI-Zahl haben Sie auch von vornherein eine höhere Schärfe drin, sozusagen in dem Bild. Wird natürlich auch auf einem bestimmten Punkt verpixeln, das machen alle pixelbasierten Formate, aber Sie können es halt lange Zeit, um es mal so auszudrücken, nach scharf halten, das Bild. So, das ist der Weg, wie Sie Sachen aus Sigmaplot herausbekommen. Und es ging ja jetzt eigentlich darum, auch zu gucken, sind denn hier diese beiden Medikamente, diese unsere fiktiven Medikamente in unserer kleinen fiktiven Studie hier mit nur wenigen Personen, sind die denn gleichwertig oder ist ein Medikament irgendwie im Vorteil? Wenn wir uns jetzt hier die Mittelwerte angucken, die wir drin haben, sehen wir ja, okay, nur die Balken sind ja annähernd gleich groß. Also es ist jetzt erstmal rein deskriptiv, kein Anzeichen dafür, dass jetzt ein Medikament besser sein soll als das andere. Mal gucken, was unser statistischer Test dazu sagt. Gehe ich mal auf Analyse. Und hier haben wir alle Analysemöglichkeiten, die Sigmaplot uns bietet. Und vielleicht haben wir jetzt ja auch am Anfang wieder keine Idee, was rechne ich denn da jetzt? Man kann hier natürlich Sachen auswählen oder ich frage hier diesen Advisor. Also ich lasse mir mal Ratschläge geben. Das nutze ich mal. Und hier haben wir so einen Punkt, wo Sie jetzt gefragt werden, was haben Sie denn? Was möchten Sie denn machen? Möchten Sie Ihre Daten beschreiben? Möchten Sie Gruppen vergleichen? Ah, das ist ja genau das, was wir schon wollen. Wir sehen, da gibt es noch ein paar andere Punkte, was auch immer man hier noch machen will. Für mich ist direkt Punkt 2 relevant. Ich will ja Gruppen vergleichen und zwar, ob da ein signifikanter Unterschied ist zwischen denen. Dann werde ich gefragt, was habe ich denn gemessen? Das ist die Frage nach dem Skalenniveau, denn je nachdem, Sie haben zwar immer in der Statistik Zahlen, aber die Zahlen kodieren ja unterschiedliche Informationen. Sind das numerische Angaben? Sind das Ranginformationen, sowas wie halt schlecht, besser, super und so weiter? Sind das Anteile? Sind es Überlebenszeiten? Das wird alles auf andere Art und Weise ausgewertet, deswegen werden wir das an der Stelle gefragt. CT-Werte sind numerische Werte, also klicke ich das an. Und dann werde ich gefragt, okay, wurde denn eine Person mit mehr als einem Treatment behandelt? Nö. Die Person hat entweder Medikament A oder B bekommen, nicht beides und auch nicht keins, sondern nur eins davon, also nein. Und wir haben zwei Behandlungen, die wir miteinander vergleichen wollen. Und dann wird mir jetzt gesagt, ja, dann würden wir jetzt vorschlagen, dass der T-Test für Sie das Richtige ist. Oh, dann mache ich das doch mal. Klick auf Run. Und dann werde ich wieder gefragt, okay, welches Format habe ich denn? Und es wird so erwartet, dass ich halt X- und Y-Werte habe oder halt zwei Ys, je nachdem. Dass ich auf jeden Fall in den Spalten für jede Gruppe, 1, 2, 3, für jede Gruppe gibt es eine Spalte mit den Werten. So, das sehen wir hier. Das sehen wir auch hier, Columns for each data in each group. Und wir könnten aber auch ein anderes Format haben. Und ich hätte eben gesagt, man kann auch deskriptive Daten nutzen, dass sie halt sagen, nee, ich habe zum Beispiel eine Spalte, da stehen die Mittelwerte drin, eine Spalte mit den Fallzahlen und eine mit der Standardabweichung und da auf der Basis möchte ich so einen T-Test berechnen. Das ginge auch. Das haben wir jetzt hier gar nicht in unseren Daten, weil wir haben die Rohdaten. Ich möchte nur zeigen, dass das halt auch auf diese Art und Weise geht. So, wir haben die Rohdaten, und dann klicke ich mal auf Weiter und dann werde ich halt jetzt wieder gefragt oder gebeten anzugeben, welche Gruppen möchte ich denn vergleichen? Wir haben wieder nur zwei, deswegen sitzt wieder hier Drug A und Drug B. Und dann klicke ich mal auf Finish. Ja, dann kriege ich hier direkt eine Warnung, Normalverteilungstests failed. Wird ein anderer Test vorgeschlagen. Do you want to run a Mann-Whitney-Rank-Sum-Test, der Mann-Whitney-U-Test manchmal auch genannt? Nö, möchte ich noch nicht. Klick mal auf Nein. Und hier hätte ich das Ergebnis jetzt von meinem T-Test.
Wir sehen, dass da halt auch bestimmte Voraussetzungen geprüft werden. Auf die möchte ich jetzt tatsächlich erstmal gar nicht weiter eingehen. Statistische Tests, je nachdem, was Sie da rechnen, hat halt bestimmte Voraussetzungen. Und das Schöne ist, dass diese Voraussetzungen halt auch direkt in Sigmaplot auch integriert sind und zum Beispiel Normalverteilung, die mitunter eine, ja, schon nicht unwichtige Voraussetzung ist, wird halt direkt geprüft. Und da hat uns das Programm halt auch direkt schon darauf hingewiesen, hör mal, diese Voraussetzung ist bei deinen Daten, die du jetzt hier auswerten willst, gar nicht gegeben. Da ist der Test fehlgeschlagen und fehlgeschlagen, failed heißt immer, dass die Normalverteilung hier nicht anzunehmen ist. Andere Voraussetzungen wären zum Beispiel Voraussetzung gleicher Varianzen bei einem T-Test, die ist gegeben. Punkt. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Dann haben wir hier unsere Mittelwerte, Standardabweichungen. Hier haben wir die Differenz zwischen den Mittelwerten. Da sehen wir tatsächlich, ja, die ist nicht nur optisch nicht da, sondern die ist auch numerisch nicht da. Da gibt es gar keinen Unterschied im Mittel. Und genau das ist das, was uns jetzt der T-Test dann auch sagt. Wir haben einen P-Wert, der rauskommt von 1,0. Heißt also, da ist überhaupt gar kein signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Denn erst wenn der P-Wert unter 0,05 ist, dann hat man ein signifikantes Ergebnis. Und falls Sie jetzt nicht wussten, hä, wie kommt er denn jetzt da drauf, dass hier 1,0 nicht signifikant ist? Ja, das Schöne ist, auch da hilft Ihnen Sigmaplot weiter. Wir haben hier schon einen kleinen Bericht für uns geschrieben. Den sollten Sie jetzt nicht eins zu eins so in der Arbeit übernehmen, aber den können Sie als Orientierung ja benutzen. Und hier wird jetzt schon wörtlich geschrieben, was es denn bedeutet. Und da steht ja schon, there's not a statistically, furchtbares Wort, significant difference between the input groups. Also es gibt keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. P gleich 1,00. Also gar kein Unterschied da. Müssten wir jetzt ja sagen, okay, da gibt es keinen Unterschied. Beide Medikamente sind gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wo man es drehen möchte. Programm hat uns aber gesagt, ja, die Normalverteilung ist nicht gegeben und dass wir doch bei den Daten besser einen anderen Test hätten rechnen sollen. Und ich klicke hier einfach nochmal auf Rerun. Ich kann denselben Test jetzt einfach nochmal durchführen mit denselben Einstellungen. Klicke wieder auf Finish und jetzt sage ich, okay, gut. Du sagst mir ja gerade, Normalverteilung ist nicht gegeben. Wir würden empfehlen, dass Sie jetzt einen Mann-Whitney-U-Test rechnen sollten. Na, dann mache ich das doch mal. So, dann habe ich hier das Ergebnis für meinen Mann-Whitney-U-Test oder Mann-Whitney-Rangsummentest. Das ist beides synonym. Und da sehe ich jetzt auch am Ende einen P-Wert, der hier. Und P ist jetzt hier 0,002. Und jetzt sehen wir hier in diesem wörtlichen Bericht, there is a significant difference. Also es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Warum ist denn da jetzt auf einmal ein signifikantes Ergebnis und vorher nicht? Nun, vielleicht sollte man mal ein anderes Diagramm nutzen, um das Ganze darzustellen. Ich möchte mir mal noch ein weiteres Diagramm erstellen lassen. Dazu, ja, erstelle ich einfach mal ein weiteres Diagramm. Klickt nochmal auf meine Daten. Create Graph. Und jetzt sage ich aber hier aus den Einstellungen, ich möchte direkt ein Boxplot haben. Ich habe wieder genau diese Einstellung, Menü Y, fertigstellen. So. Das wird auch direkt auf meine Grafikseite übertragen. Wenn ich keine weitere Grafikseite einrichte, wird das hier so reingeklatscht. Und vielleicht denken Sie jetzt so, boah, das sieht ja furchtbar doof aus. Gar kein Problem. Ich habe ja gesagt, man kann auch mehrere Grafiken anordnen. Und das kann man tatsächlich zum Beispiel tun, indem man einfach wieder einen Rechtsklick auf diese Seite hier vornimmt. Und dann hat man hier die Möglichkeit, zum Beispiel Layouts zu wählen. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich habe zwei Grafiken. Und die möchte ich gerne so nebeneinander darstellen. Landscape, Apply und tada, schon habe ich sie hier nebeneinander. Das sieht doch schon ganz nett aus. Meine Grafik von vorher sieht auch wieder genauso aus wie vorher. Jetzt gut, weil bei dem anderen die Legende ist, wird die jetzt hier auch angezeigt. Boah, lass ich mal. Ja, jetzt haben wir hier unseren Boxplot. Und das sieht ja schon deutlich anders aus als das, was wir hier vorher hatten. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter rein.
In einem Boxplot werden immer Quartile angezeigt. Ich mache es nochmal noch ein bisschen größer. Diese Box nämlich, das sind die Quartile und innerhalb der Box ist der Median zu finden. Und der Median ist immer der Wert, der uns sagt, wo die Hälfte der Personen drüber und die Hälfte der Personen drunter liegt. Das heißt, die Hälfte der Personen hier in der Gruppe 2 hat einen CT-Wert von kleiner gleich 30 und die andere Hälfte von größer gleich 30. Und hier in unserer Gruppe 1, die Hälfte hat einen Wert von kleiner 20 und die andere Hälfte von Wert von größer 20. Aber was wir sehen ist, dass 75% aller Werte hier in der Gruppe 1 kleiner sind als die Werte in Gruppe 2. Und genau diese Information, wie viele Werte in der einen Gruppe sind denn kleiner als die Werte in der anderen Gruppe, das ist das, was vereinfacht gesagt der Mann-Whitney-Test auswertet. Der guckt sich eben nicht die Mittelwerte an, sondern der guckt sich die Relation der Werte zueinander an, diese ominösen Ränge. Und so kann halt auch ein ganz anderes Testergebnis entstehen und vielleicht auch eins, was eher das Richtigere ist, denn der Mittelwert ist halt mitunter von manchen sehr hohen Werten, sondern Ausreißern beeinflusst, was wir hier nämlich haben. Wenn ich jetzt mal einen Rechtsklick drauf mache und sage bei, Moment, auf den Graphen, in Graph Properties, dann habe ich natürlich je nach Grafik auch mitunter mal andere Optionen. Wie bei einem Boxplot gibt es hier unten jetzt Box Options. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ja, hier, das ist dieses Häkchenfeld, wo ich einfach mit einem Klick mir die Mittelwertlinie oder generell den Mittelwert auch in so einem Boxplot anzeigen lassen kann. Ja, ich will es nicht schwarz haben, sondern ja, ich mache es mal pink, damit es jetzt ein bisschen weiter raussticht. Und dann sehen wir eben, dass gerade in Gruppe 1 sehr, sehr deutlicher Unterschied da ist zwischen dem Median und dem Mittelwert. Im Mittel, das sind ja die beiden pinken Linien jetzt hier, ist halt gar kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen, weil auch hier in der Gruppe 2 sind Median und Mittelwert tatsächlich fast gleich, aber in Gruppe 1 halt nicht. Und hier würden wir sehen, in Gruppe 1, da ist der Mittelwert halt einfach kein gutes Maß, um mir diese Daten für die Gruppe 1 sinnvoll zusammenzufassen, weil der Mittelwert durch diesen einen hohen Ausreißer hier im Wert von 120 massiv nach oben gezogen wird. Und dann entsteht halt, wenn ich nur den Mittelwert angucke, mitunter der falsche Eindruck, dass ich sage, im Durchschnitt sind die beiden Medikamente doch völlig gleich. Wenn ich mir die Höhe der Werte angucke, was man halt mit Hilfe eines Boxplots darstellen kann, sehe ich, nee, sind sie eben nicht. Da ist ein Unterschied. Medikament 1, da resultieren viel geringere CT-Werte, was bedeutet, dass da eine höhere Viruslast vorliegt. Und bei Medikament 2, da resultiert ein höherer CT-Wert, was bedeutet, dass da eine geringere Viruslast vorliegt. Das heißt, dass ich tatsächlich jetzt hier, wenn ich den richtigen, den angemessenen Test wähle, halt auch die Erkenntnis habe, Medikament 2 kann die Viruslast signifikant senken, weil halt der CT-Wert höher ist. Das ist leider das, wo man ein bisschen umdenken muss. Hoher CT-Wert, geringe Viruslast, geringer CT-Wert, hohe Viruslast. Und das kann ich halt eben so mit so einem Boxplot zum Beispiel auch zeigen, welche Konsequenzen daraus resultieren würden, je nachdem, welchen Test ich rechne. Das haben Sie so bei anderen Grafiken nicht. Und um nochmal hier abzuschließen bei dieser Grafik, ich hatte eben gesagt, wir können auch so Brüche einfügen. Und das sieht jetzt nicht besonders toll aus bei der Grafik, aber hier bietet sich vielleicht sowas an, dass man sieht, alle Werte sind ja eigentlich nur bis 40 und danach passiert lange nichts und dann geht es hier ab 100 wieder weiter, dass ich sagen könnte, ja, dann mache ich doch so einen Bruch bei der Y-Achse rein und das geht halt super easy, indem sie auf Achse gehen, dann gibt es ja auch den Punkt Breaks und dann sage ich doch, ja, ich hätte gerne einen Bruch und zwar zwischen 40 und 100 und tada, zack, schon habe ich so eine gebrochene oder unterbrochene Y-Achse, die man hier mitunter ganz gut verwenden kann, damit halt diese Balken hier noch ein bisschen größer sind und überhaupt sichtbar werden, was sie vorher gar nicht sind, weil hier passiert ja lange Zeit gar nichts und dann landen wir hier oben wieder in dem Bereich. Okay, Sebastian, ich möchte dich einmal kurz unterbrechen, weil wir in 5 Minuten mit dem nächsten Webinar starten. Aber ich habe tatsächlich eine Frage, weil es war ja sehr schön zu sehen, dass Sigmaplot einem schon alternative Berechnungen vorschlägt, falls jetzt, sage ich mal, der Mittelwert und so weiter noch nicht gegeben ist. Eine Frage, die ich vielleicht aber trotzdem noch hätte, lässt sich denn mit Sigmaplots gegebenenfalls
die benötigte Fallzahl für eine Studie berechnen, damit eben diese zum Beispiel die Normalverteilung etc. gegeben ist. Könntest du dazu noch was sagen? Das wäre ja schön, wenn das ginge, aber die Frage ist, geht es? Genau. Hier bei einem T-Test, da wurde schon irgendwo, glaube ich, irgendwo war es doch. Ich finde es gerade nicht. Aber bei manchen Tests wird tatsächlich, wahrscheinlich finde ich es gerade nicht, weil ich, ja, da wird mitunter auch von der Power gesprochen. Und das ist das Schöne tatsächlich, hier unter Analyse gibt es halt auch diese Punkte Power, Statistical Power, das ist ja, was es ist, die Fähigkeit, dass man halt tatsächlich mit der Studie, mit dem Test einen signifikanten Unterschied nachweisen kann. Oder eben auch die Fallzahlen. Wie viele Personen brauche ich denn, um einen signifikanten Unterschied nachweisen zu können? Und da könnte ich zum Beispiel auch sagen, Moment, ich muss mal eben gerade woanders hinklicken. Ich habe einen T-Test oder ich plane, einen T-Test durchzuführen, erwarte eine bestimmte Differenz in den Mittelwerten, meinetwegen von 10, erwarte eine Standardabweichung von meinetwegen 12, hätte gerne eine Power von 80%. Und dann sagt mir das Programm, ja, dann solltest du 24 Leute pro Gruppe haben. Das geht also mit Sigmaplot. Das ist, für einfache Power- oder Fallzahlberechnungen muss man tatsächlich einschränkend sagen, kann man hier vornehmen. Es gibt natürlich Bereiche auch, die viel komplexer sind für die Power-Berechnung, Fallzahlberechnung. Aber aus meiner statistischen Sicht würde ich sagen, das reicht vollkommen aus, denn oft ist so eine Fallzahlberechnung auch, da kommt zwar immer eine Zahl raus und man denkt immer, Zahlen, ja, die sind ja ganz konkret und ganz korrekt, das sind ja exakte Werte. Bei der Fallzahlberechnung ist das mitunter so eine vermeintliche Genauigkeit, die man damit erzielt, weil die große Frage ist halt, ich mache ja eine Studie, um erstmal zu wissen, wie groß ist denn der Unterschied zwischen zwei Gruppen, und bei der Fallzahlberechnung muss ich genau diesen Unterschied vorher irgendwie antizipieren, irgendwie schätzen können. Ja, wenn ich mir den Unterschied aus dem Arm schüttle, dann ist halt die Fallzahl, die da rauskommt, auch genauso aus dem Arm geschüttelt, sodass man halt schon wissen muss, was so in etwa in welche Richtung es geht, damit man das berechnen kann. Und das geht halt auch für die meisten Tests, so T-Tests haben wir gesehen, oder Vergleich von Anteilen und sowas. Das kann man auch, Korrelationen auch, kann man alles auch mit Sigmaplot lösen. Ja. Ja, super, vielen Dank. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die tolle Präsentation. Ich arbeite ja eigentlich nur mit qualitativen Daten, aber das erinnert mich noch an meine Zeit in der Doktorarbeit, wo ich natürlich nicht so wie du mit sehr viel Expertise, sondern eher mit weniger Expertise doch auch mit quantitativen Daten gearbeitet habe. Ich wünschte, ich hätte Sigmaplot benutzt, aber dafür ist es zu spät. Also nochmal herzlichen Dank.